will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Der ganze Anfang, ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Joho, Pokémon-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Wir befinden uns noch immer in der Pokémon-Liga. Den dritten Kampf haben wir erstaunlich erfolgreich hinter uns gebracht. Und jetzt gibt es nur noch einen Kampf. Ich weiß es nicht. Ich muss doch eigentlich auch... Eigentlich kämpft man immer noch gegen den amtierenden Champion. Muss ich dann gegen Kukui kämpfen? Ich meine, wenn er ja selber mal... Wenn er ja mal selber gegen die Top 4 angetreten ist, dann in Kanto, dann muss er ja ziemlich stark sein. Hm. Gott, da wahrscheinlich Pokémon auf Level 100. Die ballern mich dann alle weg. Oh, wie unfair. Hallo, wen haben wir hier? Das sah so nach einem Blatt aus. Hallo? Kenne ich die? Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, ist wahrscheinlich zu lange her. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine? Oh, sie kommt mir so gar nicht bekannt vor. Flügel. Oh, ich dachte erst, das wäre ein Blatt. Flügel. Flügel. Flügel, Flügel, Flügel kann man stutzen. Mit Elektrizität bringt man Flug-Pokémon vom Himmel zu Fall. Falls es... Ja, ist klar, was soll es denn sonst sein? Hi. Es freut mich jedenfalls, deine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Kahili. Ich wusste es, dass ich sie nicht kenne. Das war mir von vornherein klar. Das war mir völlig bewusst. Also das ist auch... Vor einigen Jahren habe auch ich die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin zum Inselwanderschaftschamp. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass nun auch in der Alola-Region eine Pokémon-Liga entstehe. Also bin ich zurück in die Heimat. Und nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon alle solche Überflieger sind. Eine Golfspielerin, das ist ein interessanter Aspekt. Oh, sie misst den Abstand. Sie will putten. Oh mein Gott, sie will putten. Schnell, passt auf. Boah, das war cool. Kahili ist auch ein ganz toller Name. Der gefällt mir unglaublich gut. Kahili ist ein toller Name. Ein Panzer-Aeron. Hätte ich das gewusst, hätte er dich wieder Arcani eingesetzt. Tip, tip. Oh, das ist so cute. Tja, dann muss der Elektropixer her. Ich würde erstmal Elektrofeld einsetzen. Erstmal setzen wir das Elektrofeld ein. Schön. Alles statisch aufladen. Wunderbar. Stachler, du willst wohl auch, dass der Boden mit ganz besonderen Effekten bestückt ist, was? Boah, wenn die jetzt die Elektrizität noch leiten würden, das wäre eine ganz interessante Doppelkombination. Scherpanzer-Aeron. Wow, es hat gerade so durch... Ja, Robustheit, natürlich, wegen Robustheit. Autsch, Schlitzer gegen ein Stahl-Pokémon. Was lernt ihr denn eigentlich? So, mal hinten ein Volltreffer. Ja, dann baue ich ein Stachelfinale heraus, auch wenn es kaum... Oh, Top-Genesung, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Naja, wenigstens kann die Robustheit dann nicht triggern. Nicht erneut. Wir haben ein paar Pixel abgezogen und setzen jetzt mit Elektropixer noch einmal nach. Los, Togedemaru, zeig, was du kannst! Wunderbar, das hat perfekt funktioniert. Wow, schon Stufe 62. Jetzt sind wir langsam ein bisschen ahead. Jetzt sind wir langsam ein bisschen ahead. Grüfeldes? Ach! Ja, ich weiß sogar, was das ist. Das ist dieses Geier-Pokémon. Greifeldes. Also ein Greif halt. Oh, das sieht sogar ziemlich cool aus hier in der Entwicklung. Kein Problem, Elektropixer wird das regeln. Das ist halt nicht mehr ganz so cool. Oh, wow, hast du eine gute Verteidigung. Au, ich wurde mit einem Knochen gehauen. Oh nein, nein, das kann uns wegrocken. Nein, das ist eine... Das ist... Autsch, nein, Togedemaru, oh mein Gott, dreimal getroffen. Holy, holy, Macaroni, schnell den Elektropixer hinterher. Ah, Top-Genesung. Ja, so kenne ich sie, meine Top 4. Top-Genesung, over and over again. Kein Problem. Dann setze ich eben zweimal hintereinander meinen Elektropixer ein. Was hast du jetzt davon? Ah, aber danach wird es dann problematisch.
Danach wird es problematisch. Dann muss ich mein Pokémon wohl auswechseln. Tja, aber ein Coriogel. Ja, was für ein Coriogel. Es kann ein Elektro-Coriogel sein, es kann ein Feuer-Coriogel sein und es kann ein Eis-Coriogel sein. Das ist jetzt sehr schwierig. Da würde ich echt gerne bei Togedemaru bleiben. Dann bleibe ich bei Togedemaru. Es ist ein Feuer-Coriogel. Gut, dann möchte ich ja ebenfalls was Top-Genesungsähnliches einsetzen. Ich brauche das aber nicht. Ich brauche keine Genesung. Top, also Top-Trank. Ich will ja kein Geld zum Fenster rauswerfen. Top-Genesung ist ja wohl ein bisschen overpowered. Wegtanz? Alles klar. Alles klar. Stimmt, das ist ja ein Feuer-Pokémon. Ja, alles klar. Das war nicht so gut. Ei. Arriba. Autschi. Ach, diese blöden Stacheln. Mein armes Togedemaru. Hydropumpe muss es rächen. Oh, down. Wie schön. Mein Angriff sinkt, das ist mir egal. Hydropumpe ist eine Spezialattacke. I don't care. Oh yeah. Das hat reingebumst. Sehr gut gemacht, René. Sehr gut gemacht. Huiuiuiui. X-Bud. X-Bud ist ja ein Flug-Pokémon, ja, aber was ist das denn? X-Bud war Gift, ne? Das bedeutet, ich müsste. Aber ich kann nicht. Ich bleib bei Prima René. Ich hab nichts, was ich dagegen einsetzen kann. Doch Psycho. Ja, Psycho könnte ich einsetzen. Wir setzen unsere Z-Kräfte ein. Grandiose Meeressymphonie. Gucken wir, was. Gucken wir, was das bringt. Verdammt, stimmt ja. Das ist ein Gift-Pokémon und wir sind ein Feen-Pokémon. Ich vergesse immer wieder den Doppeltyp von Primarene. Primarene ist ja ein Wasserfeen-Pokémon, das war natürlich ungünstig. Was für ein Schnitzer. Da habe ich die anderen Top 4 Kandidaten so grandios besiegt. Und hier erlaube ich mir so billige Anfängerschnitzer. René, zeig mir der großen Symphonie, was du drauf hast. Diese Konzentration. Diese Grazie. Ui. Und. Oh. Unser Spezialangriff ist schon ganz schön stark. Da kann man ja nichts gegen sagen. Ja, ja, ja. Stufe 60. Ausgezeichnet. Nebelfeld. Was war das denn nochmal? Schützt 5 Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, vor Statusproblemen. Der erlittene Schaden durch Drachenattacken wird halbiert. Kommt jetzt noch ein Trainer mit Drachen-Pokémon? Also sonst nicht. Nö, danke. Brauche ich nicht. Brauche das nicht unbedingt. Mantidea, Stufe 59. Barnaby, Stufe 63 sogar schon. Ich muss den OP-Teiler ausschalten. Tucano. Na das, wenn das kein Tukan ist, na dann weiß ich auch nicht. Ich setze jetzt mal... Das ist ein Käfer-Pokémon, das ist nicht so cool. Du kannst ja auch... Oh Gott, was können wir dagegen einsetzen? Ich bin so ein bisschen am Überfragen. Boden hat keine... Wir könnten aber ganz normal, glaube ich, Rambos oder so einsetzen. Hauptsache, wir haben jetzt ein starkes Pokémon, das gut in der Verteidigung ist. Tucano. Was ist ein Tucano? Das ist wirklich ein Tukan. Und das sieht richtig cool aus. Das ist ja richtig schickes Pokémon. Rambos-Attacke. Oh, wie böse das... Oh, oh. Was ist los? Erhitzt seinen Schnabel. Was wird das für eine Attacke dann? Ich verbrenne mich. Ach, jetzt in deiner Nacht setzt er die Schnabelkanone ein. Ja, das ist ja interessant. Oh, du hast deine Verbrennung geheilt. Das ist ja eine interessante Attackenkombination. Erst wird der Schnabel erhitzt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die Z-Kräfte. Oh oh, das
Finaler Steilflug. Das werden wir nicht überstehen. Boah, krass. Ist das gerade senkrecht sitzend? So fliegt man aber nicht. Boah. Übertreib halt. Übertreib. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen unangenehm. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so eine starke Trainerin ist. Also wirklich ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass mir Flug-Pokémon so viel Probleme bereiten würde. Ah, Mann, Stachlermann. Donnerzahn, stimmt, wir haben ja hier auch noch Elektroattacken. Ja, erhitz ruhig deinen Schnabel, es ist mir vollkommen egal. Der Donnerzahn wird es richten. Yes, ich wusste es. Sehr gut, weiter so, Akani. Ah, ein schönes Pokémon. Oh, Gott sei Dank. Als Mitglied der Top 4 gebe ich das nur ungern zu, aber deine Stärke ist wirklich beeindruckend. Ja, deine auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mit dir weht ein ganz frischer Wind durch, Alola. Ich war ja erst skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt. Aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Mhm. Oh ja, und ich bin froh, dass ich so viele Möglichkeiten habe, meine Pokémon zu heilen. Okay, jetzt gibt's erstmal Belieber-Action. Einmal für Togedemaru. Und dann für Pampros. Ja, auf kein Pokémon mehr. Und nein. Und dann jetzt Bären-Action. Wunderbar. Eieiei. Ich hätte nicht... Ja gut, ich habe auch 2, 3 Fehlentscheidungen gemacht. Ne? So zum Thema, ha, wann wechsle ich mein Pokémon aus? Ach, vielleicht doch lieber nicht. Was soll schon schief gehen? Ja, ne? So viel dazu dann. Habe ich wieder mal nicht an die Doppeltypenschwäche gedacht. Ist aber auch viel, an das man denken muss inzwischen. So, jetzt... Ich habe alle 4 Top 4 Mitglieder besiegt. Dann bin ich ja jetzt wohl der absolute Obermacker, was? Oder auch nicht? Oder? Oh, das ist ja ein Pokéball. Oh, wie schick. Dann teleportiere ich mich hier mal weg. Oh, das ist... Oh, das ist... Ist... War es das schon? Das kann nicht sein. Das ist... Das ist der Thron. Na, nein, nein. Da fehlt der finale Kampf. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch... Bin ich jetzt der Champion? Ich bin der... Was? Meinen Glückwunsch, junge Dame. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Ja, Mann! Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. I knew it. Und dieser Trainer bin natürlich ich. Ich bin die letzte Hürde, die du auf deiner Inselwanderschaft überwinden musst. Lass uns die Geburt dieser neuen Pokémon-Liga mit dem epischen Kampf angemessen feiern. Okay, cool. Oh, ich darf gegen Professor Kukui kämpfen, voll gut. Oh nein, der wird individuell viele... Oh mein Gott, der wird individuelle Pokémon einsetzen. Oh wow, okay, es wird anstrengend. Boah, let's get serious. Boah, 6 Pokémon. Wolverock setzt als erstes ein, okay. Das ist ungünstig. Das ist ein... Wolverock ist ein Gesteins-Pokémon. Das hatten wir ja schon. Also von wegen Rock-Pokémon und so. Das rockt halt so. Tja. Stachelfinale. Ich könnte Kiefer sollte ja normalen Schaden machen, ne? Aber Elektrizität sollte auch normalen Schaden machen. Ich guck mal, was der Elektropixer ausrichtet. Tarnsteine. Da kriege ich auch Schaden, wenn ich Pokémon wechsle, nicht wahr? Richtig. Oh Mann. Der kämpft ja hier mit allen Mitteln. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Das machen wir nochmal. Elektropixer, Togedemaru! Knirscher. Aua. Ah, ein Volltreffer. Unsere Verteidigung ist zwar ganz gut, aber mit einem Volltreffer. Yes, Wolverock besiegt. Okay, schon mal die erste Hürde gemeistert. Oh, ich habe den EP-Teil nicht ausgeschaltet. Mann. Ein Relaxo. Ja, gegen ein Relaxo sollte ich ein Pokémon einsetzen, das möglichst viel... Oh, was hat ein Relaxo denn für einen Verteidigungswert inzwischen? Ich meine, ein Relaxo... Gott.
Kampf gegen Normal-Pokémon würde ja wenigstens was bringen. Oh Gott. Ein Relaxo kann dir echt Probleme bereiten. Ein Relaxo kann dir wirklich richtig krasse Probleme bereiten. Seine Spezialverteidigung ist ziemlich hoch. Deswegen brauchen wir ein Pokémon, das einen hohen Angriff hat. Blöden Schweine. Und dann kann der Doppelkick Wunder wirken. Pampros, Doppelkick. Pam. Wow, okay. Guckt euch das an, wie wenig Schaden das macht. Und das war eine sehr effektive Attacke. Body Slam wird wehtun. Oh, der Angriffswert von Relaxo ist recht hoch. Was haben wir denn hier für ein Angebot? Turbo-Spiral-Kombo. Komm, wir hauen jetzt unsere Z-Kraft raus für das Relaxo. Ich möchte nicht, dass es meine Pokémon zu sehr schwächt. Oh, wow, das sieht cool aus. Pampros liegt hier zu Metal Pampros. Yeah, es nimmt all seine Kraft zusammen und Turbo-Spiral-Kombination. Wow. Alter. Fast. Oh nein, er setzt danach eine Top-Genesung ein. Er setzt danach sowas von sicherlich eine Top-Genesung ein. Ich weiß, dass er nach eine Top-Genesung einsetzen wird. Das ist immer so. Er setzt... Oh. Komm schon. Spiel einmal fair. Okay, ich benutze ja auch Items, aber trotzdem ist es halt einfach so ein... eine Z-Attacke umsonst rausgehauen zu haben, tut halt schon so ein bisschen weh. Ja. Da kann ich auch nicht anders als einen Hypertrank einsetzen. Oh! Oh! Gutes Timing, I guess. Nicht, weil das ein Pflanzen-Pokémon ist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, dass das ein Pflanzen-Pokémon ist. Was kann ich denn dagegen? Da kann ich ja auch nichts gegen machen. Das ist auch noch Geist, ne? Das ist auch noch. Kann ich nicht meinen Megakick einsetzen? Oh, shoot. Akani? Ich hab gar keine andere Wahl. Ich muss mein Pokémon wechseln. Diese blöden Tarnsteine. Oh Gott, ich hoffe, Akani ist in der Lage. Oh, die Tarnsteine machen Schaden. Oh, nicht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh. Brillante Blütenpracht. Vielleicht überstehe ich das. Es ist eine Pflanzenattacke. Vielleicht überstehe ich das. Vielleicht. Feuer-Pokémon. Oh, shoot. Oh. Leute. Top-Drang. Nimm, ich stecke hier nicht zurück. Ich bin mal sehr gespannt, was er noch für Attacken raushauen möchte. Schattenfels. Nee, Schattenfessel. Autsch. Ich kann nicht mehr fliehen. Okay, ich glaube nicht, dass ich schneller bin. Ich glaube nicht, dass ich schneller bin. Vielleicht bin ich schneller. Wenn ich schneller bin, habe ich noch eine Chance mit dem Flammenwurf. Oh, fast nahezu. Was setzt er jetzt? Ein Sturzflug. Oh, das könnte wehtun. Oh nein, 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 nein. Oh, Sturzflug hat ihm selber ordentlich Schaden gemacht. Weißt du was? Dann setze ich wieder Togedemaru ein. Was soll's? Sehr schön. Glitzer ein bisschen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Und ich möchte jetzt das Stachelfinale einsetzen. Komm schon, zeig, was du kannst. Yes! Das hat ausgereicht, Gott sei Dank. Mein Angriff steigt drastisch. Das Stachelfinale hat einfach halt gerade mega gerockt. Weil ich damit ein Pokémon besiegt habe. Das ist ja der Effekt vom Stachelfinale. Oh mein Gott. Ja, nee, da möchte ich weiterkämpfen. Denn mein Angriff wurde gerade massiv gesteigert. Und Relaxo gegen Stahl-Pokémon, das könnte vielleicht gerade noch so klappen. Weiter Stachelfinale. Zeig mal, was du kannst, wenn dein Angriff so drastisch gestiegen ist. Wie viel Schaden machen wir denn? Oh, Pferdestärke, das wird ein Shitfest. Verdammte Axt. Oh mein Gott, und wir haben noch... Alter, wir haben schon zwei Pokémon von uns sind besiegt, ne? Ja, dann nehme ich doch wieder mein Pampros. Ich bin geneigt, einen Topfeleber einzusetzen. Einfach nur, weil ich das jetzt... Sicher ist sicher... Was könnte denn da noch kommen? Brauche ich dann eventuell... Ah.
Wir hatten Volvarok besiegt. Genau, und wir haben Silvaro jetzt besiegt. Ich habe keine Ahnung, was für Pokémon er haben könnte. Ich möchte Akani wiederbeleben. Ich wusste, dass der Top-Ding jetzt nicht einsetzt. Ich wusste es sowieso. Dieses verkackte Tank-Relaxo. Das kriege ich da nie weg, oder was? Mega-Kick. Wie war das nochmal? 120. Das nicht mal. Könnte der Mega-Kick könnte mehr Schaden machen als ein Doppelkick. Ja, das ist nicht übel. Blöde. Das macht nicht mal eine richtige Bewegung mit dem Body Slam. Das ist richtig so stumpf. So. Puck. Alter, ich fasse es einfach nicht. Ich hau jetzt gleich noch ein Erdbeben hinterher. Falls wir nicht paralysiert werden, das wäre unangenehm, dann setze ich eine Top-Genesung ein, weil ich das auch kann. Oh mein Gott, oh mein Gott. OMG, OMG, Erdbeben bitte. Oh, Gott sei Dank, ein schönes Erdbeben. Hätte ich jetzt vielleicht von Anfang an einsetzen sollen, aber das hätte jetzt auch nicht mit zwei Hits. Ne, das hätte jetzt mit zwei Hits. Das ist, glaube ich, eine Step-Attack. Naja, müsste jetzt. Ja. Weiß ich nicht. Bin ganz zufrieden mit der Entscheidung. Oh, Stufe 60 für Pampros. Gut. Wow, ich möchte nicht mit einem niedrigeren Level. Mit einem niedrigeren Level möchte ich hier nicht kämpfen. Kraftkoloss. Starke Attacke, die doch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders sinkt. Ist immer noch besser als Doppelkick. Doppelkick ist halt wirklich schwach. Puh, Akani wird stärker. Vulnona. Das ist ein Alola-Vulnona, ne? Dann ist es ein Eis-Pokémon. Wenn es ein Alola... Wenn es kein Alola-Vulnona, dann ist es egal, dann ist es ein Feuer-Pokémon und dann kämpft es gegen ein Feuer-Pokémon. Also, I'm serious. Akani! Du musst mal wieder den Tag retten. Hoffe ich. Ja, oh mein Gott. Gott, bist du wunderschön. Diese blöden, scheiß, dämlich Kacksteine. Flammenwurf, Attacke, Akani. Blizzard gegen ein Feuer-Pokémon. Professor Kukui, ich dachte, du bist Attackenexperte. Was ist da denn falsch gelaufen? Mhm. Das hat dich mal voll getroffen. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt Turbo-Tempo in der Hoffnung, dass er nicht wie eine Top-Genesung fliegt. Das reicht. Yes. Oh, Gott sei Dank. Was für Kämpfe. Waschakville. Was zum Henker? Gesundheit. Ich bleib mal beim Pokémon, weil... Ach, das ist... Ach so! Ja! Ja, das kenne ich auch, das Pokémon. Mhm. Ja, Donnerzahnattacke, Akani. Vielleicht sind wir sogar zu... Ach, nicht der scheiß Schlussflug. Nicht schon wieder! Da kann ich einmal eine Elektroattacke einsetzen und dann kriege ich wieder so einen Sturzflug in die Nase. Oh, das hat wehgetan. Ja, das wird jetzt gerade langsam ein bisschen unangenehmer hier. Dann möchte ich ganz gerne Primarine einsetzen. Primarine, kriegst du das geregelt? Diese blöden Steine. Hydropumpe in dem Fall ist vielleicht das Stärkste, was ich... Rückenwind. Ist jetzt schneller damit? Wahrscheinlich werden alle Pokémon schneller damit. Interessante Attackenkombinationsmöglichkeiten damit. Ich setze jetzt nochmal Hydropumpe ein. Noch ein letztes Mal. Wie? Das hat die Attacke... Oh nein, das hat die Attacke abge... Nicht den Wirbelwind, nein! Mein armes Pampros! Boah, das ist so voll nicht fair. Oh, das ist so nicht fair, ne? Aber das ist so überhaupt nicht... Nö, ich nicht ein. Ich lasse mein Pampros nicht von sowas kaputt machen. Nicht die Top-Genesung. Es reicht, einen Top-Trank zu nehmen. Okay. Waschakville. Was bist du für ein Typ? Du bist Flug. Ja, setz ruhig weiter Sturzflug ein und hau dir selber auf die Nase. Meine Verteidigung sollte eigentlich ausreichen. Gerade so. Ein bisschen. Ein wenig. Dezent. Ich versuch's mit dem Megakick. Megakick. Geil, ist das sogar geklappt. Ja, großartig, ich bin schneller als das Teil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Magneson. Ja, da würde ich ganz gerne ein Pokémon wechseln, aber das geht schon nicht. Elektrostahl. Hast du Schwebe? Wenn du keine Schwebe hast, dann bist du jetzt RIP. Wenn du keine Schwebe hast, war's das für dich. Lichtkanone. Okay, sei denn, es ist schneller und ballert mich jetzt weg. Es ballert mich natürlich weg. Was denn auch sonst? Oh, come on!
Mein Mantidea ist so absolut, das bringt halt auch überhaupt gar nichts, ne? Kann halt nichts einsetzen mit meinem. Von meinen Pokémon sind halt so ein bisschen unnütz. Wir versuchen es einzuschläfern. Okay, ich hasse das Zeug auf dem Boden. Ich versuche mal mit der Schaumserenade Schaden zu machen. Das kann nicht. Hoffentlich kommt Magnesone nicht jetzt und es ist halt ein Elektro-Pokémon. Da kommt jetzt nicht um die Ecke mit so einem Donner oder sowas. Das mit Donnerblitz, das wird doch schlimmer. Ich muss Top-Beleber einsetzen. Das ist nicht. Das ist. Oh. Oh oh. Ja. Das bringt mir halt alles überhaupt nichts. Weil Mantidea kann nichts einsetzen, was bringt. Noch nicht. Beutel. Top-Beleber. Bitte, Akani. Akani ist echt mein Teamplayer. Der rettet alles. Oh, Mantidea, das hast du großartig gemacht. Weißt du was? Wir versuchen jetzt wenigstens mit dem Sonnentag noch ein bisschen was rauszureißen. Donnerwelle, du willst mich paralysieren. Glaubst du, ich bin deine größte Gefahr? Ich bin dein größtes Problem oder was ist dein Problem? Weil wenn wir jetzt Akani dann einsetzen müssen... Tut mir leid, aber ganz ehrlich... rappelt's richtig im Karton, ne? Mit Sonnentag und so. Boah, Lichtkanone. Bin ja mal gespannt. Nö, ich hab mich noch ganz gut überstanden. Wenigstens wird der Solarklinge noch mal draufhauen. Mantidea? Boah, Schlitz! Macht nicht viel Schaden. Ah, du hast die Paralyse überwunden. Ja, wir versuchen es einfach weiter mit der Solarklinge. Oh, die Lichtkanone. Das sollte aber nicht reichen, oder? Ah, natürlich reicht das Wochenende. Ja, Volltreffer, klar, was dann auch sonst. Wow, Alter, das ist wirklich ein... Das ist wirklich ein, härterer Kampf, als ich gedacht hätte. Die blöden Steine! Die reißen alles rum. Flammenwurf, Akani, Akani, du schaffst es! Ja, mein Gott, das ist der finale Stoß! Oh, yes! Großartig. Ja, tschüss. Puh. Obwohl ich alle Kraftreserven mobilisiert habe, ich habe die Attacke nicht eingesetzt, aber ich kann das, hat es nicht gereicht. Aber was für ein erfrischender Kampf. Wow, das war aber gar nicht mal so einfach. Phänomenal, aber ich hatte es dir ja damals gesagt, das Zusammenspiel von Pokémon und Trainern, dann die richtigen Attacken im richtigen Moment, genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt des neuen Jumps miterlebt, des verdienten Jumps von Alola. Du weißt ja noch, wie ich dir das damals auf dem Gipfel des Hukulani-Bergs gesagt habe, ja? Mensch, also die Pokémon und Trainer der Alola-Region sind einfach die Besten. Und die ganze Welt soll das wissen, jawohl, das ist der Traum, den ich mit der Gründung dieser Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und heute ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen, genau hier und jetzt. Mona, Akani, ihr habt meinen Traum wahrgemacht. Ja, Akani war Teamplayer, der hat alles gesaved. Großen Dank an Akani. Ich bin wirklich froh, an diesem Traum auf den Ort gegen dich und deine Pokémon kämpfen zu können. Und die Geburt der Pokémon-Liga bezeugt zu haben. Also dann... Mona, du bist der erste Champ der Pokémon-Liga, der Alola-Region. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und die deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Oh. Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch. Pokémaru! Mantidea! Prima, René! Papros! Karni! Baumbaby, ich hab gar nichts gemacht! Dun, dun. Oh, meine Freunde, wir haben so viel gemeinsam erreicht. Yes! Herzlichen Glückwunsch!
Ach, wie cool. Ah, da sind sie ja alle. Ich gratuliere zum Einzug in die Ruhmeshalle. So wie die Sonne und den Mond, erleuchtet, so wirken auch die Freundschaften, die du während deiner Inselwanderschaft gemacht hast, auf dich. All diese Begegnungen haben dich stärker werden lassen. Hey, du liebst Pokémon echt vom ganzen Herzen, weißt du, Mona? Ach, genau. So konntest du auch alles aus deinen Pokémon herausholen, gemeinsam mit ihnen diesen Sieg feiern. Alle werden jetzt zu dir aufblicken, dich aber auch als Rivalen sehen, macht dich darauf gefasst, herausgefordert zu werden. Du bist erster Champ der Pokémon-Liga von Alola. Das werden wir natürlich ausgelassen feiern. Die Sonne und der Mond werden unsere Zeugen sein. Also dann, Mona, kehren wir rasch nach Mili-Mili zurück. Oder um es mit Attackennamen auszudrücken, machen wir im Turbo-Tempo eine Kehrtwende nach Mili-Mili. In Lili-I wird erst mal ordentlich gefeiert. Und keine Sorge, ich sag auch Lili Bescheid. Oh ja, Mann. Party. Ach Mensch, das ist Tali. Hi, Tali. Fast. Oh, ja, geil, Mann. Ja, uli, uli. Ach, großartig. Lili! Wir haben uns hier versammelt, um den ersten Champ der Pokémon-Liga von Alola zu feiern. Mögen die Festlichkeiten beginnen! Party bis in die Nacht! Mit dem Dude ab. Ach, Mensch, hi! Wenigstens sie hat Gefühlsregungen. Herzlichen Glückwunsch, Mona. Du hast es tatsächlich geschafft und bist jetzt der Champ von Alola. Sieh dich nur um, ist das nicht großartig? Alle sind gekommen, um deine Leistung zu würdigen und dich zu feiern. Ha, wie sie sich alle freuen und Spaß haben, jung und alt und auch die Pokémon. Es ist viel passiert und es war bestimmt nicht immer leicht, alles durchzustehen, aber letzten Endes bin ich froh, dass ich nach Alola gekommen bin. Dass ich dir begegnen durfte, Mona. Nein, nicht nur das, dass ich zusammen mit dir auf diese Reise gehen durfte, hat mir so viel gegeben. Du, Mona,
Was hältst du davon, wenn wir uns kurz davonstehen und einen Abstecher zu den Ruinen des Krieges machen? Ich habe von Halla gehört, dass die Hängebrücke repariert wurde. Ja klar, lass uns das machen. Mhm. Kaporiki wartet sicher schon. Es wartet darauf, dass du ihm einen Besuch abstattest, jetzt wo du die Inselwanderschaft erfolgreich absolviert hast, Mona. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Der Ort, zu dem Wölkchen als erstes wollte. Das weckt Erinnerungen. Damals war mir das irgendwie einfach alles zu viel. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, im Grunde war es Lunala. Ich meine, es war Wölkchen, das uns beide zusammengebracht hat, nicht wahr, Mona? Komm, gehen wir rüber. Die Orte sind alle so wunderschön gestaltet. Die Ruinen des Krieges. Ich weiß immer noch nicht, warum Kaporiki uns an jenem Tag aus der Klemme geholfen hat. Ob es wohl etwas mit dem legendären Pokémon Lunala zu tun hat? Das erinnert mich an den Tag, an den Hapu zur Inselkönigin ernannt wurde. Jetzt bin ich ein wenig aufgeregt. Kaporiki, der Schutzpatron. Kaporiki? Dank deiner Hilfe konnte sich Cosmog zu Lunala entwickeln. Dafür möchte ich dir stellvertretend danken. Und jetzt du, Mona. Für den Champ von Alola gibt es nur eine angemessene Möglichkeit, Kaporiki die Ehre zu erweisen. Lass mich sofort deine Pokémon wieder fit machen. Muss ich jetzt noch gegen Kaporiki kämpfen? SSMRG geht vom Setring aus. Du hörst deine Stimme in deinem Kopf. Es ist soweit. Oh, wie cool. Oh, ich finde diese Patronen-Pokémon echt mega cool gemacht. Super gut gestaltet. Oh, ist das cool. Das ist Stufe 60. Oh, das ist ein Elektro-Pokémon. Ich kann es fangen, nicht wahr? Dann sollte ich es nicht so fertig machen. Oh Mann. Oh, die Musik, das ist voll Naruto-Style. Es ist bloß kein Volltreffer landen. Bloß kein Volltreffer landen. Oh nein, das wird wehtun. Oh nein, das werde ich besiegen. Oh, doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich kann es fangen, ich kann es fangen, ich kann es fangen. Dann. Ich versuche es mal mit einem Premierball. Das hat zwar nicht so eine hohe Fangrate damit. Vielleicht? Na? Hä? Ha? Ha? Oh! Verflixt, es hätte beinahe geklappt. Tja, mit meinem Blitzfänger hast du nicht gerechnet, nicht wahr, Kaporiki? Ja, dann. Nein, dann. Ich versuch's mal. Vielleicht haben wir ja echt Glück. A, B, 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 B drücken. Na, ah. Na. Ah. Das war so klar. Die A-B-Taktik funktioniert nicht. Es ist nur Elektroattacken gegen uns ein. Die Musik ist so gut. Dann ein Hyperball. Der ist gelb, der passt auch gut. Sieht ja fast aus wie ein Hyperball, das Pokémon. Yep, das könnte eine Weile dauern. Also, nicht für mich, weil ich meine...
Duh. Es setzt anscheinend nur Elektroattacken ein und naja, da kann Togemaru gähnen. Oh, oh Gott. Ist das dein Ernst? Das einzige Pokémon, das Gesang einsetzen kann, ist halt leider nicht in der Position. Köderball bringt mir auch nichts. Levelball bringt mir auch nichts. Turboball bringt mir jetzt erst recht nichts. Luxusball, vielleicht bleibst du ja einem Luxusball. Das ist halt einfach nur eine Chance, eine Zufallschance, ob das klappt, ne? Die Fangrate von Kaporiki wird richtig mistig sein, wa? Weiß nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Dass ich das beim ersten Mal fast geschafft hätte, war wahrscheinlich gruselig. Zunehmend der Kampfdauer effektiver. Hm. Naja, wir kämpfen ja schon eine Weile. Nur noch ein paar Runden. Vielleicht ist das ja jetzt schon sehr effektiv mit. Na? Nicht ganz. Ist nicht ein Pokémon, das sehr schnell ist, auch schwieriger zu fangen automatisch? War das nicht irgendwie so? Oh nein, ich habe A gedrückt statt Y. Oh mein Gott, ich habe einfach gespammt. Na gut, dann fangen wir das Pokémon halt nicht. Tut mir leid, Kaporiki, aber... Dann? Dann eben nicht. Kennt ihr das? Ihr drückt aus Versehen den A statt den Dings. Also ich bin es eigentlich gewöhnt, dass man bei den Items... Ach, okay. Ich werde das sicherlich nochmal fangen können. Wenn nicht, dann nicht. Wow. Ich kann ja auch nicht den Schutzpatron der Insel fangen. Ich meine, was geht denn? Vor dir liegt plötzlich ein Z-Kristall. Carpium Z? Ach, das ist wahrscheinlich für Kaporiki. Obwohl es im Kampf geschlagen wurde, sah Kaporiki sehr glücklich aus. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr beiden gegeneinander gekämpft habt. Mhm. Endlich. Es lag mir die ganze Zeit am Herzen. Mona, wir sollten zum Dorfplatz zurückkehren. Sonst fällt sicher auf, dass wir uns von den Feierlichkeiten gedrückt haben. Ja, gedrückt, verdrückt, ne? Was auch immer. Alle scheinen sich so richtig gut zu amüsieren. Das ist anscheinend niemand aufgefallen, dass wir uns davongeschlichen haben. Oh, ich glaube, der Battle Royale fängt gleich an. Oh, wie gut. Er kämpft mit Mauzi. Oh, wie gut ist das denn? Fällt es ihr jetzt endlich auf? Nein, nein, ach was. Ach, wie gut ist das denn bitte? Tali hat einfach auch nur Energie, ne? Der hört gar nicht mehr auf. Wo kommt die random Frau denn her? Plötzlich Kind. Er ist einfach eingeschlafen. Was geht denn? Was für ein schönes Fest. So viele lächelnde Gesichter. Egal, was auch passiert. Ich hoffe, du wirst dein Lächeln niemals verlieren. Damit bringst du nämlich jeden um dich herum zum Strahlen. Du würdest sogar Mutter zum Strahlen bringen, wenn sie nur hier sein könnte. Mutter geht es ein bisschen besser. Sie wollte heute sogar zum Fest kommen, aber ich habe ihr gesagt, sie solle lieber das Bett hüten und sich schonen. Ich weiß jetzt, was ich tun kann, was ich tun muss. Mona, ich... Oh, ah. Das macht man doch, wenn man ein Feuerwerk sieht, oder? Wie schön.
so eine schöne Szene. Seht nur, alle sind total ausgelassen und feiern den Aufstieg der stärksten Trainers von Alola. Ich werde noch fleißiger mit Elima und den anderen trainieren, damit ich irgendwann meinen Opi besiegen kann, selbst wenn er alles gibt. Dann werde ich den Champ herausfordern. Mach dich auf was gefasst, Mona. Grünschnabel. Mona. Ach, was sag ich da? Ich meinte Champ. Möchtest du den anderen nicht auch deine Partner-Pokémon vorstellen? Schließlich hast du an ihrer Seite während deiner abenteuerlichen Inselwanderschaft so viel entdeckt und erlebt. Oh, deine Augen leuchten ja richtig. Ich habe ja so ein Carpador rausgeholt oder sowas. Ich hätte das wirklich gemacht. Ich hätte ein Carpador rausgeholt. Oh, der Abspann von Pokémon. Also Pokémon Moon. Presented by Game Freak. Keine Firma hatte mehr Einfluss auf mein Leben. So kam die Inselwanderschaft von Mona zu einem Ende. Die Feierlichkeiten zu Ehren des neuen Champs dauerten bis spät in die Nacht an. Das Fest hat viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich alle noch einmal sehen konnte. Die Menschen, die ich in Alola kennengelernt habe, werde ich niemals vergessen. Am nächsten Tag. Tag nach der Ah, ich frage mich, was das Leben für uns in nächster Zeit bereithält. Hä? Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Mona? Maki! Es ist immer Professor Kukui. Wann kommt denn jetzt eigentlich mein Abspann? Ich will meine Credits sehen. Huch! Tali! Mona! Was ist denn los? Wir müssen sofort los. Komm schon, worauf wartest du noch? Was ist denn los, Tali? Was soll die Aufregung? Oh, sie hat gar nicht... Ich hatte sie gar nicht gesehen. Schönen guten Abend. Für Erklärung ist jetzt leider keine Zeit. Ich muss mir mal Mona für ein Weilchen ausleihen. Wenn wir uns nicht beeilen, legt das Schiff ohne uns ab. Okay. Miau. Okay, tschüss, Kim. Was auch immer. Lili, du weißt, der Biscantus ist sehr, sehr weit. Ich hoffe, der Zeitunterschied wird dir nicht zu sehr zu schaffen machen. Übrigens, meine Frau lässt sich entschuldigen. Sie meinte, deine Verabschiedung würde sie zu sehr mitnehmen. Sie wollte dich aber wissen lassen, dass dir das Loft im Labor immer zur Verfügung steht. Du bist bei uns also immer, hast also immer einen Platz, an dem du eher unterkommen kannst und so. Ich wusste ja gar nicht, dass du uns verlässt. Tut mir leid, Tali. Ich habe mich entschlossen, nach Kanto zu gehen, um Mutter zu helfen. Ich gehe aber vor allem für mich selbst. Alola zu verlassen, fällt mir sehr schwer. Doch allein der Gedanke, nach Kanto zu gehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich möchte dort viele wunderbare Pokémon kennenlernen und Trainer werden. Ich plane, die gesamte Region zu bereisen. Ein bisschen wie ihr bei der Winselwanderschaft. Oh, können wir bitte Lily in einem Pokémon-Teil spielen? Können wir bitte einen Pokémon-Teil, einen RPG-Teil für die Switch haben, in der wir Lily spielen, die nicht Pokémon-Trainer-Meister werden will, sondern Pokémon-Trainer wird, um ihre Mutter zu heilen oder sowas. So ein anderes RPG-Abenteuer, eben nicht, ich will der Allerbeste sein, sondern so was anderes halt. Oh, das wäre voll awesome. Macht euch keine Sorgen um mich, ich schaffe das ganz bestimmt. In meinem Gesichtsausdruck lese ich Schmerz. Denn ich werde immer ein Lächeln in meinem Herzen tragen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass du immer lächelst, Mona. Stimmt, wir sind immer positiv gestimmt. Irgendwann werde ich nach Alola zurückkehren, so viel steht fest. Aber es gibt auch noch so viel, was ich dir sagen wollte. Zum Beispiel, na gut, ich schreibe dir einen Brief, okay? Einen ganz, ganz langen. Ah, du kannst schreiben? Darauf freue ich mich schon, Tali. Ach ja, ich habe noch was für dich. Oh, Junge, ein Gehirn. Und Mona,
Die hier ist für dich. Sie ist etwas mitgenommen, aber sie war einmal mein größter Schatz. Eine Pokepuppe. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Oh, was für ein schickes Schiff. Nicht mal winken kann ich. Tschüss, Lilly. Ach, Dali, ich kann verstehen, dass dir nach beiden zumute ist, aber wenn man Abschied von jemandem nimmt, dann man, den man gern hat, dann heißt es lächeln. Auch wenn es schwer fällt. Ja. Ich glaube, ich möchte jetzt meinen Opi einen Besuch abstatten. Ja, gehen wir nach Hause. Sicher warten ihn schon alle. Die zwei sind so super coole Frohnaturen. Unsere Credits. Das ist das liebevoll gestaltete Pokémon-Spiel von allen. Die Charaktere, jeder Einzelne hat seine Geschichte bekommen, seinen eigenen Charakter, die sind so wunderschön individuell gestaltet. Man hat so viel Interaktion gehabt und so viele Cutscenes, es ist ein wirkliches Rollenspiel endlich mal. Auch wenn mir die Mimik meines Charakters ein bisschen gefehlt hat, so... Das kann man verstehen aufgrund der Technik. Stellt euch mal vor, sowas auf der Switch? Das wäre ein Traum, oder? Das ist ein wunderschönes Spiel, das hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und ich fand es auch schön, dass ich ohne viel zu trainieren dadurch kam. Ja, das Trump-Pokémon, das kann mir keiner erzählen, dass das nicht Absicht ist. Ach ja, der Artstyle von Pokémon ist einfach großartig. Ich mag das. Ich mag auch die ganzen neuen Pokémon. Die Idee mit Alola ist halt einfach sowieso großartig. Viele Leute sagen, neue Pokémon, aber so ist das halt. Man hat so viele Ideen, die man auch umsetzen möchte, wenn man so ein Spiel macht. Immer weiter, immer sich weiterentwickeln, immer neue Sachen. Da kommen auch mal wahnwitzige Sachen bei rum. Dann wollte ich ja erzählen, dass Smogmog und Smogon noch völlig normale Pokémon waren. So ein Quatsch. No. Wolverock so, da komme ich wieder hoch. Voll gut. Ich mag auch so die Connection und die Beziehung unseres Charakters zu seiner Mutter. Oder ihrer Mutter in dem Fall. Ja, es ist richtig schön. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass Lilly halt so ein richtiges Hauptcharakterpotenzial hat. Also ich könnte mir ein Spiel mit Lilly alleine vorstellen, die durch eine 3D-remakte Kanto-Region reist. Auf der Nintendo Switch. Auf der Suche nach etwas, um ihrer Mutter zu helfen, um ein für alle Mal alles zu heilen.
Ach, wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch im End des Spiels oder in dem Pokémon Ultramond-Teil. Wer weiß, vielleicht. Aber die Möglichkeit bestünde, nicht wahr? Also sie sollen einfach ein neues Pokémon Snap machen. Serious. Pokémon Snap. So Pokémon Go, Pokémon Snap, besser. Also einen ganz schön dicken Fisch, den sie da wieder an Land gezogen hat hier. Nicht übel, nicht übel. Die Charaktere lernt man ja auch im Anime kennen. Ich finde den Anime, so Pokémon Sonne und Mond, ganz cool. Den Manga habe ich noch nicht gelesen. Das muss ich mir unbedingt mal angucken. Weil, ich schätze mal, da ist die Story wieder dramatischer. Zumindest in den ersten Manga war ja die Story immer sehr drastisch und sehr dramatisch. Hatte ich euch ja erzählt am Anfang des Let's Plays. Da sind ja Pokémon gestorben. Also, richtig gestorben und so. Was steht hier? Oh. Die Musik ist schön. Also den Soundtrack muss ich mir auf jeden Fall runterladen. Dieses gruselige Horror-Fake-Pikachu-Pokémon, das ist nicht... Da kann man nicht... Das ist nicht einfach so ein Pokémon, wo man sich denkt so... Ui... Da spiele ich jetzt mit im Haushalt. Why are you doing this? Stop this. No. Oh my goodness. Die Story dazu ist super creepy. Oh, mit seinem hässlichen... Ich finde so schön. Und die Pikachu-Stimme wird extra nochmal erwähnt. Pikachu. Pika, Pika. Pika, Pika. Pika, Pika. Pikachu. Komm mal nicht so hoch. Pikachu. Gesundheit. Also schön. Oh, ich mag die Bilder alle. Die hätte ich gerne als Collage, als Wallpaper. Oder einzelne davon als Wallpaper. Die werden ja wahrscheinlich auch in recht groß haben, oder? Ich weiß nicht. Aber keine Ahnung, wo man sowas denn herbekommt. Oh, ich finde Pampros ist ein großartiges Pokémon. Ich finde Pampros ist richtig cool. Das sieht halt wirklich richtig mächtig und gewaltig und stark aus. Genauso wie ich mir halt ein Pferde-Pokémon vorstelle. Also so ein kräftiges. Wir haben ja einige Pferde-Pokémon, aber das ist echt cool. Gibt es ein paar besondere Pokémon, die andere Leute nicht mögen, die ich total mag, wie zum Beispiel Girafarig. Weil hinten wie vorne gleich ausgesprochen und dann sieht das auch noch so. Das ist so cool. Hast du dich eigentlich so der Schwanz denkt bei Girafarig? Girafarig. Egal wie man es sagt. Ah, Bromley. Gott. Sheesh. Zum Bromley fehlt mir immer nur ein Sheesh. Ja, der Soundtrack ist cool. Also die Remix-Parts zwischendrin. Komm, nächstes Bild. Ich will das nächste Bild sehen.
Ah, wie gut. Ja, ja, die mehr oder weniger böse Aether Foundation. War der Bär nicht irgendwie gefährlich? Ist nicht einfach so ein richtig krass gefährliches Pokémon? Ja, das Slimer da unten gerade so derbe, so hallo, hey, Foto gemacht, ja, hallo. Ach, herrlich. Das ist einer von, das sind die beiden Punker, die sich wahrscheinlich mega aufregen, so, hey, klaut unseren Style. Gäbe ja die Punker-Pokémon-Trainer, ne? So viele Namen, hi. Mihu. Ah, wie gut ist das denn? Gott, wie hieß jetzt die Weiterentwicklung von seinem Typ Null-Ding da? Weiß ich nicht, aber das ist voll das schöne Bild. Da oben ist Pepek und seine Weiterentwicklung. Ah, das wird zu dem Tukan, oder? Hm. So, jetzt langsam loopt sich die Musik ein bisschen sehr. Bisschen sehr, sehr. Immer noch schön, aber... Manchmal wünsche ich mir, dass der Abspann so eine Art Remix ist aus allen coolen Tracks des Spiels. Oh! Professor Kukui und seine Frau und sein Wuffels. Wir hatten so geile Tracks hier drin, die hätte man ruhig mit, wie bei einem Abspann von einem Film. Kann sich mal was abgucken. Besten Abspanns, die ich bis jetzt gesehen habe. Die besten Abspanne. Keine Ahnung, was die Mehrzahl von Abspann ist. Das muss ich mal nachgucken, habe ich noch nie so direkt gehört. Die ich jetzt hier gesehen habe, Fluch der Karibik, der erste Film, und dann Guardians of the Galaxy. No. Uiuiui. Oh, Lilly und Lunala. Danke für euer strahlendes Lächeln. Oh. Oh. Es hat die Tür zu vielen Freundschaften geöffnet. Das Fundament für eine strahlende Zukunft. Oh. Ich bin so froh, euch alle kennengelernt zu haben. Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. No. Ich liebe Lunala, ich liebe Fledermäuse. Ich finde dieses Pokémon so unglaublich großartig gelungen. Es ist so ein wunderschönes Pokémon. Also vom gesamten Gestaltung her. Ne? Das ist einfach. Das war ein wunderschönes Ende. Nintendo, the Pokémon Company in Game Freak, and just are the authors of this software. Ja, ich weiß. Trotzdem darf ich es spielen und im Internet zeigen. Das finde ich großartig. Großzügiges Nintendo. Ah, Briefe, Fotos. Wer ist die fremde Person da auf den Fotos? Ach so, das ist ganz am Anfang entstanden. Das war eines der ersten Bilder, das wir geschossen haben. Da sah ich ja noch anders aus. Da hatte ich mir nicht die Haare geschnitten. Ah, wie großartig. Ja, wunderbar, Leute. Damit hätten wir Pokémon in Anführungsstrichen erstmal durchgespielt. Es gibt ja sicherlich noch einige Dinge zu tun. Die gucken wir uns noch an. Ein paar Regionen, die ich jetzt bereisen kann, die ich vorher nicht bereisen konnte, habe ich gesehen. Gibt es ein paar, da kann ich nicht hin. Da wollte ich trainieren, das ging nicht. Also,
Danke fürs Beiwohnen bei diesem Projekt. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Abend wegen Pokémon.